Hier drin stinkt es. Oh, schon wieder nichts zu essen. Ich hab so einen Hunger. Hey, du erkundest den Müllcontainer? Du hast bestimmt Hunger, oder? Schau dir diesen Snack an. Was ist das für eine Rasse? Sie ist der Mischling. Lass mich los! Sie stinkt. Sie könnte ein Bad gebrauchen. Nein, bitte nicht! Verschwindet! Lasst uns abhauen! Du Arme! Ich bin dir was schuldig, weil du mich gerettet hast. Komm schon, das ist doch halb so wild. Ich werde meine Kräfte mit dir teilen. Ich brauche sie sowieso nicht mehr. Nein! Ich werde dir helfen. Andy! Wow. Kit ist in Gefahr. Dir wird nichts passieren. Los! Das ist schlecht. Ich brauche deine Hilfe. Wie ist der Zustand des Patienten? Die Körpertemperatur ist zu hoch. Ich sehe eine Verletzung. Erledigt. Die Atmung verlangsamt sich. Herzstillstand. Schon wieder. Mehr. Courtney, das reicht. Wir haben unser Bestes getan. Magie ist das Einzige, was ihr helfen kann. Ganz genau. Magie. Mondkraft. Antwort auf meinen Ruf. Leute, drückt den Like-Button, um das Kätzchen wieder zu beleben. Andy, Courtney. Seht euch dieses süße Kätzchen an. Wir versuchen ihr zu helfen. Ich fühle mich schon viel besser. Eine sprechende Katze? Sie ist magisch. Weshalb bist du hier? Wir wurden angeheuert, um dieses Mädchen aufzuspüren. Ich habe sie noch nie gesehen. Habt ihr eine Idee, wo das Mädchen sein könnte? Kommentiert unten. Viel Glück. Hey Courtney, dein neues Outfit ist cool. Danke. Andy, danke, dass du mir den Rücken frei hältst. Nein, ich danke dir für meinen Ruhm. Ich brauche Zauberkräfte. Ich sagte, ich kümmere mich um das Kätzchen. Sie muss sauber gemacht werden. Wie eklig. Es geht nicht raus. Lass mich das machen. Du brauchst ein Zecken- und Flohmittel. Das schmeckt aber nicht gut. Bleib weg. Husch. Wie wär's mit einem Snack? Sie frisst. Was sagst du dazu? Warum bist du so schmutzig? Schon in Ordnung. Ich werde dich süß aussehen lassen. Und du hilfst mir. Du wirst auf keinen Fall gewinnen. Wir sind gleich fertig. Mondstabkraft. Du wirst es noch bereuen, dass du dich mit mir angelegt hast. Was sagst du jetzt?
Es ist atemberaubend. Wow, danke, Andy. Kann ich etwas für dich tun? Du könntest deine Kräfte teilen, weißt du? Das kann sie nicht. Warum nicht? Schon wieder das Mädchen? Weißt du, wer das Mädchen ist? Du übergibst ihm doch nicht meine Kräfte, oder? Naja, ich weiß nicht. Bevor du etwas sagst, sieh dir das Haus an, das ich für dich gebaut habe. Du hast es nicht für sie gebaut. Ist doch egal, jetzt gehört es dir. Es ist wahnsinnig schön. Es wird sogar noch besser werden. Courtney, das ist erstaunlich. Du musst am Verhungern sein. Hier ist deine Speisekarte. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Ist das okay? Du kannst wirklich alles haben. Es ist so gut. Und hier ist übrigens die Quittung. Das ist doch ein Witz. Sieh mal, es geht dir besser. Du schaffst das schon alleine. Ich wusste es. Na, du hattest ja ein schönes Essen. Sie braucht eine Katzentoilette. Ich bin schon dabei. Das Problem ist gelöst. Andy, du bist so süß. Im Gegensatz zu anderen. Was hast du gesagt? Ich sagte, du sollst aufräumen. Du magst Spielzeug, oder? Ich hatte noch nie Spielzeug. Wir werden das in Ordnung bringen. Du tust dein Bestes nur für mich. Das ist gar nichts. Ich freue mich, wenn ich unseren kleinen Freunden helfen kann. Ich werde dir helfen. Ich schaffe das alleine. Was wirst du tun? Spionier mir nicht nach. Du auch nicht. Das habe ich mir nie träumen lassen. Courtney, schau mal, was für ein süßes Spielzeug. Danke, Andy. Wenn ich Magie hätte, würde ich etwas Komplizierteres machen. Courtney hat sie. Kann sie es teilen? Das ist gar nicht so einfach. Es braucht eine Menge Übung. Kannst du mir zeigen, wie es funktioniert? Mondkraft, hilf mir! Genau das wollte ich. Was ist das? Sie hat ein anderes Leben. Das ist das beste Spielzeug der Welt. Fang, gutes Mädchen. Das ist ungerecht. Ist es fair, eine Katze dazu zu bringen, die Fähigkeiten zu geben? Du willst sie nur nicht verlieren. Nichts dergleichen. Mal sehen, was sie sagen wird, wenn ich fertig bin. Sie ist müde geworden. Eigentlich fühle ich mich stark genug. Du wirst dich stärker fühlen, wenn du schläfst. Mondmagie! Wow, das ist ein perfektes Bett für ein Nickerchen. Ich hab's dir ja gesagt. Okay. Wag es ja nicht. Versuche es gar nicht erst. Nochmal spielen? Ja. Was für ein schönes Zimmer. Jetzt geht's dir viel besser. Es ist ein wahres Katzenparadies. Du hast sie geweckt. Sie wollte spielen. Sie wollte schlafen. Spielen. Schlafen. Du bist nicht ihr Besitzer und kannst ihr nicht sagen, was sie tun soll. Du auch nicht. Lass sie selbst entscheiden. Wo ist das Kätzchen? Sie muss sich irgendwo versteckt haben. Das ist alles meine Schuld.
Ich war so verrückt nach den Fähigkeiten und hab vergessen, dass das Kätzchen meine Liebe und Fürsorge braucht. Ohne uns wird sie ihr Leben verlieren. Sailor Heususe, ich weiß, wo sie hin ist. Weißt du's? Sie ist auf der Suche nach diesem Mädchen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir helfen, sie zu finden. Danke. Ich bin ja auch schuld. Aber du ein bisschen mehr. Ich habe es zweimal geschafft. Cool. Wow. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Intuition. Und soziale Medien. Das sind die Kinder, die das Kätzchen geärgert haben. Hi, Kinder. Was habt ihr heute zum Mittagessen? Was haben wir denn hier? Das ist mein Spiel. Gib es zurück. Du brauchst es in deinem Spind nicht. Lass sie in Ruhe. Kümmere dich um sie. Mondmagie! Nimm das! Bekämpfe böse Mächte! Courtney, du bringst mich vor den Fieslingen in Verlegenheit. Es geht nicht. Oh nein. Wer wird jetzt die Kinder retten? Und wer rettet uns? Ich werde euch helfen. Sie ist da. Macht des Mondes. Mach auf. Lasst uns loslegen. Nimm sie weg von mir. Das Kostüm steht dir besser als dir. Ja, stimmt. Lass mich los. Tu niemals denen weh, die kleiner sind als du. Wow, man sollte sich mit ihr lieber nicht anlegen. Das beste Kätzchen der Welt. Du bist unsere Heldin. Und so eine Schönheit. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass man Tier nicht wehtun sollte. Sie hat zwei Leben für dich geopfert. Es tut mir so leid. Was ist mit mir passiert? Ich habe mich endlich in mich selbst verwandelt. Du bist das Mädchen von dem Poster. Das bin ich. Ich habe das Kätzchen verletzt. Deshalb wurde ich auch durch die Magie mit ihr vereint. Du hast es die Chance, wieder gut zu machen. Sie braucht einen Freund. Was würdest du sagen? Wo ist sie? Ich habe so einen Hunger. Dieser Fisch ist eklig. Hey, bist du bereit für ein leckeres Sandwich? Da müsst ihr mich erstmal fangen. Hab dich! Was ist denn hier los? Hm? Hört auf damit! Die Arme. So süß. Brave Hunde. Sie braucht Hilfe. Oh nein. Ich wollte schon immer ein Arzt sein. Wir werden uns um sie kümmern. Ihre Atmung ist flach. Das ist nicht hilfreich. Sie will kein Wasser. Weg da! Was? Leute, ich brauche mehr Energie. Drückt den Like-Button und rettet das Kätzchen. Und los! Nochmal! Nochmal! Was ist mit mir los? Ich bin kein Drückeberger. Hoffentlich hilft das. Danke. Yay. Wir haben es geschafft. Ich habe alles aufgenommen.
Gutes Mädchen. Das war's aber noch nicht. Ja, wir müssen sie gesund pflegen. Wie ist der Name? Keine Ahnung. Leute, wie soll Jade das Kätzchen nennen? Kommentiert unten. Wir müssen dir beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Du kannst die öffentliche Toilette benutzen. Niemals. Mein Kätzchen hat nur das Beste verdient. Ich brauch dich. So schnell wie möglich. Schlechtes Timing. Ich muss weg. Und ihr Faulpelze, passt auf die Katze auf. Kein Problem. Ich kann dir Videos drehen, wenn ich schon dabei bin. Wenn ihr etwas zustößt, willst du Käfige säubern, bis du stirbst. Ich denke, ich werde aufräumen. Puh, das stinkt. Courtney, du schuldest mir was. Zeit, mich berühmt zu machen. Du musst an deinem Aussehen arbeiten. Makeover-Zeit. Wir hübschen sie auf. Das ist toll. Die Ohren sind schmutzig. Hier. Du bist witzig. Was ist los mit dir? Nichts, ganz ruhig. Das war's? Die letzte ist dran. Was machst du da mit meinen Pfoten? Lusche macht die Pfötchen weicher. Miau, miau, miau. Ich kann auch mit Tieren sprechen. Nächstes Mal machen wir von hier an weiter. Es gefällt dir wohl. Außerdem ist ein weiteres Leben hinzugekommen. Irgendwas fehlt noch. Ich habe ein schönes Halsband gemacht. Ich schenke es dir. Ich sehe süß aus. Ja, noch eins. Sie hat sich für ein Shooting herausgeputzt. Wo ist sie? Seht mal, was ich kann. Pass auf. Du hast uns erschreckt. Wir müssen ein Haus für sie bauen. Gute Idee. Wow. Nicht übel. Das brauchen wir nicht. Willkommen. Das sieht noch besser aus als mein altes Zuhause. Du kannst dein Bad nehmen. Sag Hallo zu unseren Zuschauern. Da du es liebst zu klettern, sei es dir gefallen. Du weißt, wie man Spaß hat. Hey! Das ist mein Job. Du warst beim Filmen im Weg. Das ist nicht das, wofür Jade sie hier gelassen hat. Sie liebt es, ein Star zu sein. Woher willst du das wissen? Weißt du, ich kann auch mit Tieren sprechen. Miau, miau, miau. Lass sie uns fragen. Willst du ein Star sein? Oder spielen? Wow. Na gut, dann spielen wir. Verstanden. Beruhig dich. Sag uns einfach, was du willst. Essen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das sollte für eine Weile reichen. Sie hat nur Hunger. Das war's. Lecker. Was für ein Appetit.
Guten Appetit. Alles für den neuen Star. Ich mag den Kerl. Bist du verrückt? Das ist nicht gut. Hm? Sie hat immer noch Hunger. Kätzchen wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Sie könnte zu viel haben und krank werden. Und irgendwann wird Jade mich umbringen. Du musst Portionen machen. Ich denke, fit zu bleiben ist eine gute Idee. Tolle Infos für meine Seite. Jetzt geh näher an die Katze heran und sag es in die Kamera. Sie ist weggelaufen. Warte! Fang sie! Nicht so schnell. Nur für Vampire. Ich brauche meine Katze. Nein. Bitte. Wir wollen rein. Geh mir aus dem Weg. Warum muss es immer ich sein? Wir sind zurück. Hm? Courtney. Das hat Spaß gemacht. Das war's. Aber mach das nicht nochmal. Was ist mit dir passiert? Ich werde es dir zeigen. Hm. Ich wurde in einen Vampir verwandelt und ich hatte Angst. Aber die Katzen waren so süß. Wir haben getanzt und hatten Spaß. Wie bist du wieder ein Mensch geworden? Das war nicht das erste Mal. Wir haben einen Kunden. Aber... Willkommen. Hey. Das ist nicht witzig. Wie können wir dir helfen? Gib mir eine Sekunde. Lass uns spielen. Hm? Aber das ist witzig. Was für eine verwöhnte Katze. Noch ein Spielzeug. Entschuldigung. Andy, du kannst Kitty nicht mit Händen spielen lassen. Ich meine, sie hat ihn regelrecht angegriffen. Da müssen wir ihre Aufmerksamkeit ändern. Ein Handschuh kann ein tolles Spielzeug sein. Ein brandneues Spielzeug. Ich liebe es. Sieh mal, sie hat ein neues Leben. Ja, ja, das sehe ich. Und was hältst du von diesem Spielzeug? Nein, nein, nein. Das Spielzeug war teuer. Ich bin sowas von erledigt. Oh je. Viel Glück. War mir ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Nein. Das war nur Spaß. Das können wir leicht beheben. Hm? Geben wir ihm ein Upgrade. Noch besser als vorher. Ich liebe meine Spielzeuge. Puh, ich bin dir was schuldig. Lecker. Und das neue Haus ist einfach umwerfend. Vielen Dank. Sie hat Danke gesagt. Wir müssen ihr für die tollen Videos danken. Katzen sind so süß. Ja, du hast recht. Ich glaube, sie ist eingeschlafen. Wecken wir sie nicht auf. Wie soll ich denn jetzt arbeiten? Ich habe einen Plan. Hm. So ist das besser. Sie hat neun Leben. Wir haben es geschafft. Courtney, Andy, ich brauche eure Hilfe. Was ist denn los? Wo bist du gewesen? Ich bin durch die Hölle gegangen und wieder zurück. Ich bin so oft fast gestorben. Ich bin um die halbe Welt gelaufen. Mit einem einzigen Ziel vor Augen, um diese Katze zu finden. Diese Katze? Was? Mein Kätzchen. Hm? Du bist so süß. Jade, ich wurde angeheuert, um sie nach Hause zu bringen. Nein, es ist meine Katze. Ich habe sie gerettet. Nett von dir, aber ihre Besitzer warten schon auf sie.
Sie werden sich ein anderes Haustier suchen müssen. Was ist, wenn deine Katze verloren gegangen wäre? Soll Jade die Katze zurückgeben oder nicht? Kommentiert unten. Ich habe das schon einmal durchgemacht, weißt du noch? An Halloween. Du bist aber ein süßes Kätzchen. Ich habe dir nicht erlaubt, mich anzufassen. Au! Was ist denn mit mir los? Glückwunsch! Kannst du dich darum kümmern? Ich habe ein Mittel dagegen. Toll! Nicht so schnell. Gib es mir. Zu langsam? Auf keinen Fall. Was willst du? Ein Haus für meine Katze. Dann gehört das Gegengift dir. Geh nicht! Courtney! Das ist seltsam. Sie war doch eben noch hier. So muss ich ein Snack geholt haben. Hi! Hi, Mavis. Gehst du zu einer Kostümparty? Nein. Du hast dich verändert. Sie ist ein Vampir geworden, du Genie. Was? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich will auch ein Vampir werden. Soll das dein Ernst sein? Ich werde sehr belebt sein. Wow, Andy, du bist so cool. Ja. Nein. Warum nicht? Es ist cool, weißt du? Es ist gefährlich. Sei nicht so gemein. Es macht Spaß, ein Vampir zu sein. Ein Mensch zu sein ist sowieso besser. Schön. Vampire haben wirklich ihre Vorteile. Aber dafür trinken sie auch Blut. Sieh mal, ein toller Snack. Yay! Ist das Ketchup? Scharf! Das ist Wahnsinn. Oder auch nicht. Courtney, hol ihn zurück. Warum? Ich hab Hunger. Andy ist nicht essbar. Wir lassen uns schon was einfallen. Guten Appetit. Das ist für den Fall, dass du durstig bist. Sieht anständig aus. Ich könnte auch einen Snack gebrauchen. Benutzt die Vampirlieferung. Gibt es das überhaupt? Oh, da gibt es eine große Auswahl. Guten Abend. Wow, toller Service. Das Essen ist fertig. Ich bevorzuge Fertiggerichte. Wie nervig. Okay, ich werde das Haus fertigstellen.
Und wie sieht es aus? Nicht übel. Das Haus gehört dir. Gute Arbeit, Courtney. Das Kissen ist so weich. Dein Freund kennt sich mit Spielzeug aus. Du hast dir das Gegenmittel verdient. Entspann dich. Ich gebe auf. Gut. So ein schönes Haus. Die Katze ist so süß. Behalte deine Hände bei dir. Irgendetwas passiert mit mir. Oh ja, ich bin ein Vampir. Oh Mann. Ich muss es mit den Abonnenten teilen. Warum sehe ich mich nicht? Ist das Smartphone kaputt? Vampire sind nicht auf Videos zu sehen, du Dummkopf. Nein! Was soll denn das Geschrei? Hast du das Gegengift dabei? Du meinst das hier? Das gehört mir. Andy? Es gehört dir. Bist du sicher, dass es helfen wird? Ich glaub schon. Lecker! Ich bin wieder ein Mensch! Leider. Hast du auch ein Mittel für mich? Sehr schön. Es fehlt nur noch unser Foto. Süß. Gut gemacht, Courtney. Danke. Andy war auch mit dabei. Ich habe mich nur um den schwierigsten Teil gekümmert. Na schön. Her damit.